Ich habe das große Vergnügen, Ihnen heute ein klein wenig was zum Thema rechtskonformes E-Mail-Management zu erzählen. Mein Vorredner hat Ihnen ja schon ein klein wenig erzählt, was denn so die Nutzenaspekte von E-Mail-Management sind und warum Sie das überhaupt tun sollten. Ich erzähle Ihnen ein klein wenig was dazu, wie denn die rechtlichen Grundlagen dazu aussehen, was man dabei beachten muss. Ich bin kein Rechtsanwalt, also insofern schlachten Sie mich nicht, wenn ich irgendeinen Paragraphen falsch zitiere. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, das nicht zu tun. Ich mache das aber schon ein paar Jahre und insofern denke ich, kann ich die Fragen beantworten. Ich fange mal mit ein bisschen Provokation an. Wie bewahren Sie denn heute Ihr Geld auf? Wahrscheinlich legen Sie das nicht auf ein Kopfkissen unten drunter, sondern Sie machen das lieber sicher auf einer Bank. Oder wie spielen Sie in Ihrem Leben persönlich? Sind Sie so ein Risikomensch, der sagt, Versicherung ist Banane, kostet nur viel Geld, fahre ich lieber für einen Urlaub? Und wenn ich mir die Beine breche, kann ich das halt bezahlen oder eben auch nicht. Aber heute Morgen gehört, dass in den USA 48 Millionen Menschen nicht krankenversichert sind. Und der Herr Obama jetzt versucht, das Gesundheitssystem so ein bisschen aufzumischen, damit die Menschen nicht vor dem finanziellen Ruin stehen. Sie werden wahrscheinlich eine Krankenversicherung haben. Und das Letzte, was mir so eingefallen ist zu dem Thema, ist, wo wollen Sie denn in Zukunft leben? Das ist natürlich sehr provokant. Wahrscheinlich möchten Sie nicht gesiebte Luft atmen, sondern Sie möchten wahrscheinlich weiter Ihr Leben in Freiheit verbringen. Nun ist in Deutschland noch keiner eingesperrt worden bei dem Verstoß gegen irgendwelche, sagen wir mal, Compliance-Richtlinien im Geschäftsbereich. Aber wir nähern uns dem Thema. Man sollte das also nicht ganz so lustig finden.